Gestatten Sie mir, etwas ganz Modernes zum Anfangen. www.worldwideweb, aber ich fahre im Fall nicht so weiter. Die 3W möchte ich mit anderen Worten ersetzen. Wurzeln, Wert und Weitsicht. Zuerst zu den Wurzeln. Wir kennen es von einem Baum, wenn es besonders stark windet und stürmt, dann braucht ein Baum starke Wurzeln. Wir alle, wir brauchen solche Wurzeln. Das ist unser Umfeld, unsere Familie, unsere Herkunft. Und auch unser Land braucht starke Wurzeln. Gerade jetzt, wo sich ziemlich viel rund um uns herum bewegt, besinnt man sich ein bisschen drauf auf die Wurzeln. Und ich denke, ein Schwingfest, das sind eben eigentlich unsere Wurzeln, Wurzeln von unserem Land. Und es ist nicht umsonst, dass ein Schwingfest, das wir vor ein paar Jahrzehnten als etwas Bäuerliches, etwas Ländliches, etwas Hinterwäldlerisches angeschaut hat, plötzlich so einen Erfolg hat. Ich freue mich riesig darüber. Ich freue mich darüber, weil offenbar ganz ein Haufen Leute das Bedürfnis haben, die Wurzeln, die Herkunft von unserem Land zu suchen. Und das, denke ich, ist ganz wichtig, dass man hier zusammenkommt, dass man in den Medien so lange über ein Schwingfest schreibt und den ganzen Sonntag und Samstag kann Fernsehen schauen kann. Starke Wurzeln sind gut. Und eigentlich sind die Wurzeln von unserem Land immer die Freiheit gewesen. Die Freiheit war das, was die Kantone, die Stände und uns alle verbunden hat. Und diesen Wurzeln, denke ich, müssen wir Sorge tragen. Ich komme zum zweiten W. Zum zweiten W. Zu den Werten.
eigentlich sind wir schon ein komisches Land. Ich merke es, wenn ich es einem Ausländer erklären muss. Das grösste Fest, das die Schweiz hat, dient darum, einen König zu finden. Ausgerechnet wir, die keinen König wollen. Aber der Schwingerkönig ist es eben. Und der König kommt dem Muni über. Nicht irgendein Zepter zum Regieren, sondern ein Muni. Oder ich darf da sein, ohne Schutz. Ich würde natürlich darauf zählen, dass mir alle helfen würden. Ich umgekehrt auch. Erklärt das einmal an einen Ausländer. Die Schweiz hat einen König, der gleich kein König ist. Und als Preis geht unser König nachher mit einem Muni heim. Wo gibt es das sonst noch? Es gibt aber ganz einen Haufen Wert, wo man auch hier am Schwingfest findet und einen Bezug haben zu unserem Land. Leute, die hier gearbeitet haben, sind Krampfer. Und wir Schweizer und Schweizerinnen gelten eigentlich als Krampfer. Seit Jahrzehnten haben wir gewusst, dass wir ein bisschen mehr arbeiten müssen als die anderen. Ein bisschen fleissiger sein, wenn wir es zu etwas bringen will. Das alles mit der notwendigen Bescheidenheit. Alles ist ein Stück von unserer Identität, von unseren Werten. Und die Werte, die die Schweiz ausmachen, finden wir hier, an einem Schwingfest, ganz ausgesprochen eben auch. Die Armee wäre auch so ein Wert. Und die Armee sind wir ja selber. Und darum ist es klar, uns selber werden wir in Zukunft wohl noch helfen. Und die Armee wird darum auch in Zukunft uns selber helfen, ein solches Schwingfest, weil wir eben selber die Armee sind. Aber ich denke, vielleicht ist einer der grössten Werte oder eine der grössten Tugenden der Schweiz die Eigenverantwortung. Ein Schwingfest findet statt, weil alle einander helfen. Und wir leben, weil jeder versucht, für das Land ein bisschen mehr zu machen, als er wirklich muss. Wenn ich das sage, dann spüre ich wie Sie, manchmal auch, dass die Werte nicht einfach selbstverständlich sind, sondern dass wir Werte Sorge geben müssen. Und zu den Werten von unserem Land, denke ich auch, gehört es, dass wir zusammen eben ein Fest machen können. Ein Fest feiern, das ist auch ein Wert, den es braucht. Wenn wir jetzt die Wurzeln und die Werte miteinander verbinden, dann kommen wir eigentlich automatisch zu meinem dritten Weg, zur Weitsicht. Wir können auch wieder Schwingfest nehmen. Ist es nicht zu gross geworden? Hat es nicht zu viel Stände? Haben wir nicht Grenzen überschritten? Fragen, die man diskutiert und darf diskutieren. Mich dünkt, sind wir dann, wenn wir etwas machen und das auf den Wurzeln aufbaut, die wir haben, und die Werte berücksichtigen, dann werden wir die Wege schon finden. Und Wurzeln sind ja nicht etwas Altmodisches, das einfach neu kommt, sondern wir brauchen Wurzeln und unser Land braucht Wurzeln, dass etwas Neues darauf wächst, dass etwas Neues darauf entstehen kann. Und darum ist Schwingfest durchaus etwas, das eben reinpasst. Aber ich denke, unser Land und unsere Gesellschaft braucht Weitblick. Und wir brauchen eine Balance. Wir müssen immer wissen, woher dass wir kommen. Wenn ich gerade ein Beispiel machen kann, es gibt eine Grossbank da, die Sponsor ist. Zeitlang hatte ich das Gefühl, sie wissen nicht mehr recht, was hergehört. Sie haben die Wurzeln vergessen. Und das als Sponsor auftreten von einem Schwingfest ist ein Beispiel, dass so die Wurzeln einfach nicht geht. Bei den Banken nicht, die mal Weltmeister werden wollen und bei uns nicht. Wert pflegen und den Wurzeln Sorge geben, das mit dem nötigen Weitblick. Ich denke, das ist die Zukunft von der Schwingfest, wo wir unsere Wurzeln spüren, wo wir Wert pflegen. Das gibt Weitblick und Wurzeln Sorge geben und Wert pflegen. Das ist das Erfolgsrezept für unsere Schweiz. Tragen wir alle dazu Sorge. Danke vielmals.